So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Road to War 2 und den Seleukiden und der Tier-Challenge. Ihr seht schon, es ist ein bisschen verworren hier schon wieder. Ich habe gerade Sparta aufgenommen und das war so angenehm, weil erstens bei den ganzen Schlachten... Stimmt. Da habe ich mich ja letztes Mal so aufgeregt, ne? Dass mein Oberhaupt jetzt random eine neue Familie gegründet hat. Na gut, nun gut. Genau, weil bei den Spartanern ist es so easy, einfach so Schlachten zu gewinnen. Genau, und hier ist es... Hier muss man aber auch sagen, dass selbst wenn hier, wenn wir hier mit Sparta wären und so viele die ganze Zeit angreifen würden, es wäre so oder so schwer. Also da kann man auch nichts sagen. Minus 17, minus 15, minus 1, minus 30, 8. Wieso kann ich mit Karthago? Achso, Karthago ist schon weg. Ich will... Ich will Nabatea. Ich brauche Handel. Ich brauche Handel. Aber der da will nicht handeln mit mir. Aber ja, das, was ich anbiete, hat er schon. Also, wenn ich Seide habe, das wäre dann schon wieder. Alter, hier. Warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 Feinde habe ich. Also mit 20 Fraktionen bin ich gerade im Krieg. Das ist doch lächerlich. Okay, und ja, hier. Es ist immer ein bisschen anstrengend, wenn man gerade von einem Let's Play kommt, wo man... Keine Ahnung, jede Runde 30.000 bekommen. Und dann kommt man zu einem Let's Play, wo man, oder Kampagne, wo man nur 1.000 oder so oder noch weniger bekommt. Das ist immer sehr tricky. Gut, können wir mit dir... Ich überlege gerade, ob ich Platz tausche. Ich weiß halt, das ist halt... Ich glaube, es wäre schon besser, wenn ich mit denen hier bleibe, mit der 501. Weil die da plündern ja gerade nur, die machen nur, dass ich gerade kein Geld habe. Den da könnte ich hier vertreiben. Wobei, der bekommt Verstärkung von den beiden und von denen wahrscheinlich. Aber ist... Okay, der bekommt... Von allen... Verstärkung. Ich bekomme von meiner... Ja, die können wir wegschmeißen. Ich muss ehrlich sagen, ich überlege es mir gerade wirklich. Nee. 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 Ganz ehrlich, warum kommt der bis dahin? Das ist ja, weil mein Wohlstand ist wahrscheinlich so groß, dass man hier sehr schnell hin und her kommt. Ja, nun, ich muss mal kurz schauen, was da drüben ist. Das dachte ich mir schon. Dass da auch leider eine Fullstack-Armee ist. Sonst hätte ich mit denen... Ja, wahrscheinlich doch auch nicht. Also wenn ich da hingekommen wäre, hätte ich... Ui. Hätte ich das wahrscheinlich erobert. Okay, hier minus 7, warum? Euren Sklaven... Kultur...
Östliche wird jetzt wieder gepusht. Warum? Warte mal, wieso habe ich die hier alleine gelassen? Ah, ich habe 5 Pikiniere. Ich habe 5 Pikiniereinheiten, okay. Also die da werde ich. Ist kein Problem. Also sollte kein Problem sein. Hoffe ich. Gut. Kommt halt nochmal an den. Ich kann mir auch nichts leisten. Also Kavallerie ist halt auch relativ teuer, ne? Kavallerie ist halt teuer. Ausstand, ja, brauche ich auch. Wäre ja sonst langweilig. Ja, Kavallerie ist halt auch extrem wichtig. Ja, lol. Pontos, hast du nicht keine anderen Probleme gerade? Alter, jetzt in Galatien auch noch mal mit einer Versägerung. Kommen wir jemals aus diesem Teufelskreis raus? Das würde mich echt interessieren. Ganz viele Umstürze. Petra wird belagert, Sklavenaufstand. Wo ist der? Natürlich auch da. Sabotiert, Mission erteilt. Gut. Warte, wo sind die Sklaven jetzt? Sind die irgendwo random wieder gespawnt oder was? Okay, ich sehe gerade die Sklaven nicht. Das ist Pontos. Komisch. Gut, 2 Runden nur und dann kapitulieren wir. Okay, der hat einen Panzer Pikiniere. Okay, das habe ich nicht gesehen. Gut, also Petra ist am Arsch. Dann breche ich das ab. Besser kann ich nicht abbrechen. Irgendwie nach irgendwie nach nach Sparta, nach der Sparta Challenge. Weiß ich echt nicht, wie ich das hier schaffen soll. Oh Mann. Der wird jetzt wahrscheinlich auch die ganze Zeit einfach ausharren und einfach warten. Labatea ist. Ah, Nabatea ist wieder da. Aber Nabatea mag uns ja, ne? Willkommen, Freund. Willkommen. Ihr sprecht gewandt und bietet viel an. Doch kann ich zu dieser Zeit nicht zustimmen. Warum nicht? Du hast gerade genug Feinde. Nicht Angriffspakt, wärst du echt gut unterwegs. Ihr habt meine Aufmerksamkeit. Welch ein Gedanke. Und ich werde auch meinen Sp mit Gesinn. Ja, mit Gesinn. Lusitana. Die Götter lassen mich euch zu gehören. Ich bin aber felsenfest. Muss doch irgendwie. Wieso mögen die uns nicht? Diplomatische Mission nach Rekena? Was habe ich denn da gemacht? Seid gegrüßt, mein Freund. Setzt euch und regt mich mit euren Worten zu Ärger oder Zustimmung an. Ich danke euch für das Angebot.
Oh, die ist ja echt freundlich. Der Tag grüßt euch. Die Verteidigung. Ich habe da gerade verstanden, der Tag grüßt euch. Danke. Hä? Warum solltet ihr euch hinter irgendjemand verstecken? Schon klar, aber das war einfach nur ein Nicht-Angriffspakt. Fertig. Okay. Also wenn er den angreift, wird's gut. Wenn er das einfach nur zwei Runden aushält, ist blöd. Okay. Das können wir machen. Ich brauche Geld. Ciao. Der wird jetzt auch von der unterstützt. 3500 habe ich jetzt. Die Armee bleibt so. Die plündern die ganze Zeit da oben. Das Ding ist ehrlich, hier kann ich eigentlich nicht weg und hier kann ich nicht hin. Also. Ja, komm. So, jetzt. Oh nein, hier. Das ist noch blöder, als ich dachte. Weil der hier das da jetzt lagert. Kann ich hier nicht hin. Okay, beziehungsweise kann ich nicht rekrutieren. Das ist sehr ärgerlich. Und wenn ich ihm jetzt ein paar Einheiten gebe und komme ich nicht mehr zurück. Okay, aber. Nee, da kann diese Runde nicht mehr gehen. Oder wenn ich. Nee, der kann diese Runde gar nichts mehr machen. Ach, Moment. Dann hole ich mir hier eine neue Armee. Warte, ist das eine Flotte? Ja. So, du gehst jetzt hier runter. Du gehst dahin, holst dir. Dann, der wird diese Runde angreifen. Ich hole mir nochmal eine Flotte. Warte, ich muss eine. Ja, die da. Auch welche, die einfach wegrammen. So. Dann löse ich dich wieder auf. Einfach so auflösen, ne? Nun. Ist blöd. Okay. Nächste Runde minus. Minus 1200. Dann habe ich eine Runde lang keine. Also. Keine Erholung mehr, sag ich mal so. Okay, aber das muss gerade. Das muss gerade egal sein. Weil sonst fällt Tyros und dann habe ich eh Probleme. Also ich habe. Als ob ich jetzt gerade keine Probleme habe. Hat er mich gerade mit einem Stock hauen? Alter.
Okay, Pontos geht weg, beziehungsweise da geht er wieder hin. Aber Palmyra sollte ich gegen eigentlich jeden verteidigen können. Ansonsten ist es kritisch. Okay, Athen geht ein bisschen weg, kommt aber wieder. Okay, das war klar. Aber das ist jetzt aber gut. Weil dann kann ich den General nämlich töten. Deswegen werde ich das spielen. Auch weil ich nicht glaube, dass der sehr gut das mit den Schiffen macht. Also wäre sogar ganz gut, wenn die Schiffe sterben. Ist echt brutal, sowas zu sagen, aber das wäre tatsächlich gut. Okay, so. Na guck. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Gut, ich muss mal versuchen, so schnell wie möglich hier hinzukommen. Und du da, rammst den da. Du da, rammst den da. Du da, rammst den da. Schauen die das nicht. Okay, also so schnell geht der General flöten, ne? Schon heftig. Der feindliche General ist tot. Und weiter. Bitte weiter. Das ist halt die Schwierigkeit bei den ganzen Schiffen, weil die zu managen ist halt einfach Schrott. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Nochmal. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. So, nun. Sind alle weg, ja. Okay, dann Le General werde ich dann töten lassen. Mit denen könnte ich eigentlich alle schon hin, beziehungsweise die da nicht. Nur den General und die Söldner will ich töten lassen. Den General auch. Der kommt dann auch ganz fett einfach rein.
So. Ja, die Schiffe. Nicht alle dahin. Will nicht alle dahin. Ich will, dass die sterben. So, vielleicht, also wenn die da die Söldner müssen auf jeden Fall sterben. Der Elefant muss routen. Zurück oder hier rum. Komm schon, das schafft ihr. Ich habe ja, glaube ich, die ganzen Pikmin auch in den großen See da hinten geworfen. Und die können zum Glück alle nicht schwimmen. Unser General wird angegriffen. So. Ich glaube, die schaffen das nicht, gegen die zu kämpfen. Warte, du kannst. Nee. Das ist ein schändlicher Anblick. Bist du wirklich so lahm? Meine Güte. Geh doch nicht. Dumm. Ich gehe jetzt mal raus, damit ihr ein bisschen mehr Schaden bekommt. Ne, dann geht er gleich weiter. Unmöglich. Der tötet ja. Nein, der stirbt. Schade. Gut, dann. Dann versuche ich wenigstens alle von ihm noch zu erledigen. Wenn sie sterben sollen, dann sterben sie nicht. Ist immer so. Gut. Naja. Ich sag einfach nur Sparta. Also Sparta war echt easy. Also da hätte ich echt. Das hätte ich sogar mit der. Ich hätte gar keine Flotte gebraucht. Habe ich jetzt aber leider unterschätzt, was die Garnison da
alles macht oder gemacht hat. Hier, ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Schiffe habe ich versenkt. Und die ganzen Pferde waren auch vorher tot. Naja, vielleicht kann ich mit denen, mit der Flotte, die ich da jetzt so großzügig aufgebaut habe, vielleicht kann ich ja mit denen die Spartaner komplett rausschmeißen. Und vielleicht hier ein bisschen. Oh. Vielleicht ist das doch nicht so dumm. Er bietet euch Frieden. Morgen schon. Könnte seine Einstellung. Gerne. Oh. Ich habe ein Friedensabkommen unterschrieben. Ich glaube, ich spinne. Ich glaube, ich spinne. Was machen die alle hier? Ey. Okay, minus 600. Umsturz, sabotiert, Feind verwundet, Störung, Militärstörung, Mission fehlgeschlagen, Rang erhöht, bla bla. So, du. Hier. Hier. So, sehr schön. Gut, dann du wieder dahin. Du Elefant. Weiß ich noch nicht. Ihr geht mal hier hin. Und sagt mal Hallo zu der Armee. So. Du gehst da wieder rein. Du, keine Ahnung. Kann ich halt nicht auflesen. Oder ich weiß nicht mehr wie. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wie ich die auflesen kann oder könnte oder hätte können. Ich glaube, die müssen wirklich einfach sterben. Du weißt gerade, dass du in deiner Homebase plünderst, ne? Zählt aber trotzdem wahrscheinlich. Okay. Also, Überfall, Auskundschaften, Sklaven, Bevölkerung. Ach, das ist üblich halt. Plündern, minus 30. Das Übliche. So, wir spielen aber auch schon wieder fast 30 Minuten, deswegen danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Ja, tut mir leid, dass es hier so wenig Fortschritt gibt. Ja, so langsam komme ich auch selten voran hier. Das ist echt schlimm. Okay. Nee, die verbessere ich jetzt nicht. Ich werde die sogar auflösen. Damit meine Einheiten heilen. So, genau. Also, dann hoffe ich bis zum nächsten Mal. Und habt einen tollen Tag. Und ja, ich hoffe, dass dieser eine Knabe hier, der uns wohlwollend die Hand gereicht hat, dass da noch ein paar andere dazu kommen. Das wäre sehr, sehr schön. Gut, dann, ja, wie gesagt, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Ich wiederhole mich. Bye.